Freimütig will ich verteidigen, was ich für richtig halte. Meinungsfreiheit und Toleranz, für diese humanistischen Grundwerte steht Johannes Reuchlin. Der gebürtige Pforzheimer gilt als einer der bedeutendsten europäischen Humanisten. Schon vor 500 Jahren hat er sich in seinem berühmtesten Werk, dem Augenspiegel, gegen die Verbrennung jüdischer Schriften ausgesprochen. Als Reaktion verbrennen seine Gegner den Augenspiegel und fordern Reuchlins Tod. Im Ketzerprozess retten den geachteten Juristen nur seine guten Kontakte zum Papst. Reuchlins Werk jedoch wird 1520, 2 Jahre vor seinem Tod, von Rom verboten. Im Museum Johannes Reuchlin in Pforzheim wird diese Geschichte lebendig. Der 1455 geborene Johannes Reuchlin hat viele Gesichter. Bereits die Grundschüler in Pforzheim beneiden sein Multitalent. Wer kann denn schon 5 Fremdsprachen sprechen, darunter Griechisch, Latein und Hebräisch? Reuchlin war einer der ersten Europäer, die die original hebräischen Schriften lasen und für den Glauben nutzbar machten. Er ist deshalb unvergesslich geblieben, weil er sich für die Erhaltung dieser Schriften und auch für den Dialog zwischen den Religionen, dem Christentum, dem Judentum und dem Islam eingesetzt hat. Ich rate dazu, dass diejenigen, die außerhalb unseres Glaubens stehen, seien es Juden, Griechen oder Muslime, durch keinerlei Gewaltmaßnahmen auf unsere Seite gezogen werden dürfen. Der Christ Johannes Reuchlin wollte die Wahrheit aus erster Hand. So bereitete er die Übersetzung des Alten Testaments vor. In diesem Buch dankt ihm Martin Luther für seine Vorarbeit für die Bibelübersetzung. Johannes Reuchlin hinterließ seiner Heimatstadt eine wertvolle Sammlung hebräischer und griechischer Bücher. Das an die Schlosskirche angebaute Reuchlin-Museum steht an der Stelle, wo einst die berühmte Bibliothek, das sogenannte Reuchlin-Kolleg, war. Auf 4 Ausstellungsebenen erfahren die Besucher multimedial und interaktiv alles über Lebensweg und Wirken von Johannes Reuchlin. Johannes Reuchlin führte mit Stolz den lateinischen Namenszusatz Pforzensis, übersetzt aus Pforzheim kommend, denn er liebte seine Heimatstadt. Pforzheim, du Quell und Ursprung meiner selbst, du Ehre der Künstler, du Erzeugerin von Begabungen, lebe im Glück. Ein Ort der Wissenschaft und der Kultur. Dieser Tradition sieht sich die Stadt Pforzheim auch heute noch verpflichtet. Junge Talente für die Kreativwirtschaft entfalten sich an der Hochschule für Design. Besonders bekannt sind die Pforzheimer Schmuckdesigner. Auch die Goldstadt genannt, ist Pforzheim das Zentrum der deutschen Schmuck- und Uhrenindustrie. Auch in zahlreichen Museen und Einrichtungen können die Besucher die Schmuck- und Uhrenstadt hautnah erleben. So zum Beispiel im Schmuckmuseum Pforzheim im Reuchlinhaus mit seiner in der Welt einzigartigen Sammlung von Originalen aus 5 Jahrtausenden. Im Technischen Museum der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie wird dem Besucher an historischen funktionsfähigen Maschinen die Herstellung von Schmuck und Uhren demonstriert. Geschichten zur Geschichte Pforzheims findet der Gast unter anderem im Stadtmuseum. Und die Bühnen der Stadt am Rande des Nordschwarzwalds bilden eine lebendige Kulturlandschaft. Das Theater Pforzheim und das soziokulturelle Zentrum Kulturhaus Osterfeld sind über die Grenzen Pforzheims hinaus bekannt für ein anspruchsvolles und vielfältiges Kulturangebot. Als erster deutscher Humanist hat Johannes Reuchlin einst selbst satirische Theaterstücke nach antikem Vorbild verfasst. Lebendig ist Pforzheim aber auch durch seinen Kulturenmix. Die Stadt hat rund 120.000 Einwohner, davon haben 42% einen Migrationshintergrund. Auch zu diesem Thema sind Reuchlins Gedanken, auch nach 500 Jahren, noch immer hochaktuell. Letztlich war Reuchlin einer der ersten und wichtigsten Figuren, die Toleranz eingefordert haben, die sich mit einer ganz großen Ernsthaftigkeit und mit einem großen Respekt
mit dem Judentum auseinandergesetzt haben. Und diese Ernsthaftigkeit und diesen Respekt gegenüber anderen Religionen und Kulturen, den brauchen wir heute auch ganz dringend sogar. Und insofern denke ich, ist Reuchlin eine Leitfigur. Die Stadt Pforzheim ehrt ihren berühmten Sohn mit der Vergabe des Reuchlin-Preises und mit dem Museum. Und sie unterstützt regelmäßig Studien über das Wirken und die Bedeutung eines der größten Humanisten Europas, der als Wegbereiter der Aufklärung gilt. Wir legen die Fundamente der Zukunft. Die Wahrheit wird über der Welt aufgehen. Das Dunkel verschwinden. Das Licht wird leuchten.